Herzlich willkommen zu Fragen an die Bibel. Haben Sie sich auch schon einmal damit auseinandergesetzt, was Jesus wohl mit dieser Aussage meint, ihr sollt vollkommen sein? In Matthäus 5, Vers 48 sagt er, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Aber wie kann denn ein menschliches Wesen vollkommen sein? Vielmehr noch so vollkommen wie Gott im Himmel? Das ist unmöglich. Gott ist sündlos, aber der Mensch ist eine gefallene Kreatur. Und das bestätigt Paulus auch in Epheser 2, Vers 3. Er spricht über die Gemeinde und sagt, unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden des Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Der Mensch ist also von Natur ein Kind des Zorns, der Mensch ist geneigt zum Bösen. In welcher Form könnten wir jemals so vollkommen sein wie Gott im Himmel? Was meint Jesus mit diesen Worten? In der Bergpredigt entfaltete Jesus ein völlig neues und bisher unbekanntes Bild vom Leben als Kind Gottes. Dieser Satz aus Matthäus 5, Vers 48 bildet eine Art Abschluss, eine Art Schlussfolgerung dieses zweiten Abschnittes der Bergpredigt. Die ganze Bergpredigt erstreckt sich ja über die Kapitel 5 bis 7 im Matthäusevangelium. Aber der Abschnitt, dessen Höhepunkt unser Vers bildet, beginnt in Matthäus 5, Vers 17. Am Anfang dieses Abschnitts betont Jesus die unveränderliche Gültigkeit des Gesetzes und der Propheten. Er sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Nein, ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Dieses Statement unterstreicht Jesus mit den nun sechs folgenden Gegenüberstellungen oder Antithesen. Jesus zitiert einen alttestamentlichen Vers oder eine überlieferte Aussage mit den Worten, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, gefolgt von der Antithese, ich aber sage euch. Der erste Gedanke, der einem dabei kommt, ist, dass Jesus hier die alttestamentlichen Gesetze in Frage stellt, es vielleicht sogar abschaffen oder durch seine eigenen Lehren ersetzen möchte. Aber im Gegenteil, in jedem einzelnen Fall vertieft Jesus mit seinen Aussagen die alttestamentlichen Lehren. Und jedes Mal zeigt Jesus, dass es nicht seine Absicht ist, das Gesetz abzuschaffen, sondern zu zeigen, wie tief und weitreichend die Anwendung dieser alten göttlichen Verordnungen ist. Die letzte Antithese, die wir in dieser zweiten Sektion der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 43 bis 48 finden, dreht sich um die Feindesliebe. Jesus zitiert einen Satz aus 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben und fügt dann offensichtlich ein traditionelles Statement hinzu und deine Feinde hassen. Dann stellt Jesus dieser Aussage die berühmte christliche Maxime gegenüber, liebe deine Feinde und bete für die, die dich verfolgen. Dann fährt er fort mit der Zusicherung, dass wenn wir das befolgen, wir Söhne unseres Vaters im Himmel sein werden. Und dann sagt Jesus, weil er Gott lässt die Sonne aufgehen über Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Unsere Feinde zu lieben, würde also bedeuten, wirklich Nachahmer Gottes zu sein. Denn Gott handelt so an uns. Jesus fährt dann fort. Er zeigt den krassen Unterschied zwischen Gottes großmütigem Handeln im Vergleich zu denen, die nur die lieben, von denen sie wieder geliebt werden. Viele lieben ihre Brüder, solange die Brüder lieb sind. Gott liebt alle Menschen. Jesus sagt, dass solch ein Verhalten nicht besser ist als das der Zöllner oder der Heiden, die ja auch durchaus ihresgleichen lieben. Für die Juden waren das die Menschen, die sowieso am Rande standen, die eigentlich außerhalb der Reichweite der biblischen Religion waren. Auf der anderen Seite ist also Gott, der liebt,
der sich sogar sorgt um gute und um böse Menschen. Und auf der anderen Seite sind die Zöllner und die Heiden, die nur sich selbst lieben. Das Ganze wiederum wird dann gefolgt von diesem Aufruf zur Vollkommenheit. Ihr sollt vollkommen sein wie euer himmlischer Vater. Es ist wichtig, hier den Kontext zu verstehen. Jesus spricht in dieser letzten Antithese nicht über eine Vollkommenheit in dem Sinn von Fehlerlosigkeit. Der Text spricht auch nicht über das Austilgen sämtlicher moralischer Fehler. Es geht vielmehr um die Ausweitung der Liebe auf eine Gruppe von Menschen, nämlich unsere Feinde, die uns ja naturgemäß am entferntesten sind. Trotzdem, es lässt sich nicht leugnen, dass dieser Aufruf zur Vollkommenheit im Gesamtkontext dieser 6 Antithesen sehr wohl auch auf eine tiefe moralische Reinheit abzielt. Zum Beispiel spricht Jesus über das Töten, das nach seiner Definition bereits mit dem Hass beginnt oder damit über einen Bruder oder eine Schwester schlecht zu sprechen. Oder er spricht über den Ehebruch, der bereits mit einem begehrlichen Blick beginnt. Beides ist in den Augen Jesu Übertretung des Gesetzes. Wenn wir mit diesen Superlativen konfrontiert werden, sind wir vielleicht dazu geneigt, den Gedanken an eine Nachfolge Jesu zu verwerfen. Manch einer versucht, sich auch mit dem Gedanken zu trösten, dass Jesus das, was er da sagt, nicht wirklich so gemeint hat. Jesus möchte uns mit diesen Worten zwar herausfordern, damit wir zumindest das tun, was wir können. Viele aber gehen so weit, dass sie sagen, Vollkommenheit ist unmöglich und darüber hinaus auch völlig unnötig, weil der Christ ja durch Gnade gerettet ist. Aber lassen Sie uns noch einen Blick auf die Bedeutung des Wortes vollkommen werfen. Wir verlieren nämlich etwas ganz Entscheidendes, wenn wir auf solch eine Weise, wie ich sie eben beschrieben habe, die Bedeutung dieses Wortes schmälern. Das griechische Wort für Vollkommenheit in Matthäus 5, Vers 48 ist Teleios. Teleios bedeutet perfekt, ohne Fehler, vollständig, voll entwickelt, erwachsen, ein Ziel erreicht haben. Wenn eine Sache zur vollen Größe gewachsen ist und sein Ziel erreicht hat, dann ist es Teleios, dann ist es vollkommen. Das Leben eines Christen hat doch ein Ziel. Es weist zum Himmel. Der Ruf des Evangeliums, aufwärts zu streben, ist ja unüberhörbar. Paulus schreibt an die Philipper in Philipper Kapitel 3, den Versen 12 bis 14, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten und strecke mich aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Es ist völlig richtig, Gott nimmt uns an, in welchem Zustand auch immer er uns findet. Aber Gott lässt uns nicht da, wo wir sind. Er nimmt uns mit auf dem Weg zur christlichen Reife. Das Gebot Jesu weist auf dieses Ziel, auf die Frucht am Ende dieses Weges. Dieses Gebot Jesu zu akzeptieren bedeutet also, die Herausforderung dieses christlichen Weges zu akzeptieren. Es bedeutet, diesen Weg zu gehen innerhalb der Begrenzungen des göttlichen Willens. Unser Ziel ist die Vollkommenheit. Das Ziel ist, erwachsen zu werden und unserem himmlischen Vater ähnlich zu werden. Jesus möchte uns mit diesem Gebot nicht entmutigen. Dieses Gebot möchte uns vielmehr als Leitstern dienen in einer Welt voller moralischer Verdorbenheit. Die Bibel lehrt keinen Perfektionismus, aber sie lehrt, dass dem, der glaubt, alles möglich ist durch die Kraft Jesu Christi, der von sich gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende.
Ich hoffe, dass Ihnen diese Gedanken helfen konnten in dieser schwierigen Frage und freue mich, Sie beim nächsten Mal wiederzusehen.